Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst zu unserem heutigen Agile Care Workshop. Sie wissen ja, jeden Montag, 20 Uhr, treffen wir uns und führen den Agile Care Workshop durch mit dem Ziel, noch besser Informationen und mehr Wissen sollen dazu dienen, Lebensqualität zu verbessern, die Effektivität mit Agile Care zu verbessern. Heute ist der 27. Februar 2023 und ich begrüße nochmals ganz herzlich und ebenfalls diejenigen, die hier nicht live dabei sind, sondern dann sich die Aufzeichnung anschauen. Und längst hat sich's herumgesprochen, dass man in der Aufzeichnung auch die Informationen aufnehmen kann und man kann dort selbst auch die Downloads, die wir jedes Mal zum Workshop bieten, nutzen und man kann selbst noch Fragen stellen, die man einfach rechts unten in den Bereich des Chats einträgt. Und wir freuen uns, Ihnen diese Fragen auch zu beantworten. Und das geht also auch in der Aufzeichnung. Lassen Sie uns heute loslegen. Natürlich nicht vergessen will ich zunächst meiner Frau Renate und Claudia für die Teilnahme heute wieder zu danken. Denn sie helfen mir im Hintergrund sehr, ihre Fragen, die sie im Chat eingeben, für mich in eine Datei einzutragen. Denn während ich meine Ausführungen während ich meine Ausführungen mache, da kann ich leider dem sich schnell wechselnden Chat nicht folgen. Und somit ist mir das eine ganz große Hilfe. Und ich muss sogar sagen, ich wüsste gar nicht, wie wir das sonst bewerkstelligen können. Also, lassen Sie uns beginnen. Ich starte zunächst für Sie die Download-Möglichkeit. Ab jetzt können Sie die PDF herunterladen, und meine Folien, die ich vorbereitet habe, die Präsentationsfolien meine ich damit, die Folien, dass Sie da mit herunterladen können. Das ist so eine kleine Dokumentation, meinen viele, und das kann man sich weglegen für den Fall der Fälle. Ja, und ich starte das, was ich für Sie vorbereitet habe. Heute am 27. Februar treffen wir uns also auch wieder mit dem Ziel für bessere Lebensqualität. Und da ist folgender Hinweis, wie jedes Mal, von großer Bedeutung. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftungsschäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. So, und schon bin ich bei der Werbung für unser Symposium, was in den nächsten Tagen gestartet wird. Wir haben ja jedes Jahr ein Symposium und in diesem Jahr erstmals wieder Live-Symposium. Und wir freuen uns, Sie einladen zu können nach Storkow am 11. März, also in wenigen Tagen, das ist ein Samstag, treffen wir uns im Palas der Storkower Burg und führen dort unser fünftes Symposium, welches unter der Überschrift steht, Leben ohne Krankheit, durch. Eintrittskarten gibt es noch. Ich empfehle Ihnen, diese in unserem Shop zu erwerben, denn dann haben Sie noch einen niedrigeren Preis. Sie haben noch einen Vorzugspreis gegenüber dem dann an der Einlasskasse. Nutzen Sie unseren Shop. Die URL lautet shop.schmerzen-was-tun.de/downloads. Dort finden Sie das und ich würde mich freuen, Sie an diesem Samstag in der Burg in Storkow begrüßen zu können. Und ich kann Ihnen versprechen, nicht nur wertvolle Vorträge gibt es und die Außergewöhnlichkeit unseres Symposiums, nämlich genügend Zeit zur Beantwortung der Fragen, genügend Zeit zur Beantwortung Ihrer Fragen haben wir eingeplant. Und das ist etwas Außergewöhnliches. Ich kenne das sonst von Symposien überhaupt nicht. Nutzen Sie das also. Sie haben also die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und es ist, wie gesagt, genügend Zeit da, diese zu beantworten. Und schließlich, für leibliches Wohl ist auch gesorgt. In wunderschöner Umgebung sehen wir uns dort, hoffe ich, und verbringen einen nicht nur wissenswerten, sondern auch
komfortablen Tag gemeinsam. Ja, das ist das Bild, was ich jedes Mal schon seit sehr vielen Workshops zeige. Ganz kurz der Ablauf. Warum führt Agile Care zur besseren Lebensqualität? Von links nach rechts, ganz kurz im Ablauf. Wir haben einen Sauerstoffmangel bei jeder Erkrankung und damit eine Energiekrise. Das ist bei jeder Erkrankung, aber auch bei irgendeiner Infektion ist das der Fall. Und ich möchte noch mal sagen, bei jeder Erkrankung haben wir einen Sauerstoffmangel. Wir brauchen uns nicht darüber zu streiten, ob das die Ursache oder eine Folge ist, das ist unwichtig. Wir haben Sauerstoffmangel und damit kommt die Zelle in eine Energiekrise. Die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, können keine Energie bilden, kein ATP herstellen und somit muss in ihrem Überlebenskampf die Zelle einen Ersatzstoffwechsel aufrufen. Das funktioniert auch, das sehen Sie in der zweiten Spalte von links. Ersatzstoffwechsel heißt alkoholische Gärung der Zellflüssigkeit und in diesem Prozess dieses Ersatzstoffwechsels ergibt sich ein völlig verändertes Milieu. Der pH-Wert verändert sich massiv und das bringt zusätzliche Mikroorganismen auf den Plan. Wir sagen, diese Mikroorganismen, die sich dort sehr, sehr wohl fühlen, die sich dort sehr schnell ansammeln und vervielfältigen, die kommen in Dysbalance und bilden damit eine Symbiose mit der Erkrankung. Und der geniale Dr. Reif, jetzt bin ich schon rechts in der Spalte, der geniale Dr. Reif, auf dessen Ideen unser Agile Care aufbaut, hat erkannt, dass man mit bestimmten Frequenzmustern, er nannte das damals noch Signaturen und wir sagen dazu Anwendungen, mit bestimmten Frequenzmustern, bestimmten Spektren, in bestimmten Folgen, können wir diese Mikroorganismen beseitigen. Wir brechen die Symbiose zwischen Mikroorganismen in Disbalance und Krankheit auf und haben damit die Chance zur Heilung des Menschen durch sich selbst. Und dabei entstehen Gifte, das sehen Sie unten rechts in dem Hahn, wo dieser grässliche Tropfen dran hängt. Und die Gifte bringen wir aus dem Körper heraus durch eine sehr clevere Entgiftungsmethode, die da heißt reguläre Einnahme von Naturzylit 10 Mikrometer. Das ist der normale Ablauf und das verbessert im Prinzip unsere Lebensqualität und das bringt uns aufgrund unserer Erfahrung, die wir gemacht haben, und viele unter Ihnen haben diese Erfahrung längst nachvollziehen können und am eigenen Leibe spüren können, bringt uns zu der Aussage, es gibt keine unheilbaren Krankheiten mehr. Ja, und jetzt möchte ich einige Beispiele bringen, nur ganz wenige, dann haben wir dann mehr Zeit, Ihre Fragen zu beantworten. Erster Fall. Eine Anwenderin, 60 Jahre alt, hat Schlafstörungen. Ja, Schlafstörungen haben viele. Und was hat sie gemacht? Sie hat die Anwendung gemacht C876. Ich wiederhole den Quellencode-Index. C876. Und die Anwendung heißt Schlaflosigkeit. Und in Klammern findet man dort den Eintrag, der auch hier abgebildet ist, siehe auch Parasiten allgemein. Demzufolge die Anwendung A252. Ich wiederhole A252 und die heißt nämlich Parasiten allgemein. Und diese beiden Anwendungen hier angewendet und nach wenigen Tagen hatte die Anwenderin wieder einen anhaltend sehr guten Nachtschlaf. Der Nachtschlaf hat ja eine große Bedeutung, denn die Mitochondrien, die tagsüber schaffen müssen, können sich dann nachts während des Schlafs erholen. Und viele Regenerationsdinge, Aufspeicherung von Energie und Entspannungen, aber auch Entgiftungen, geschehen des Nachts, wenn wir einen guten Nachtschlaf haben. Der Nachtschlaf ist eine Grundlage für ein angenehmes Leben, eine Grundlage für Leben ohne Krankheit. Und da das so ist und wir das sehr häufig haben, möchte ich zu diesem Beispiel hier, was so wunderbar und schnell zum Erfolg geführt hat, möchte ich Ihnen andere Hinweise geben, wenn diese Anwendungen, die hier noch immer eingeblendet sind, diese beiden, wenn die in Ihrem Falle nicht hilfreich sein sollten. Und da habe ich hier mal aufgelistet, das können Sie natürlich testen, denn jeder weiß mittlerweile, dass wir ja testen können, ohne dass wir ein Risiko eingehen. Wir können ohne Probleme nach freiem Gusto Anwendungen testen. Somit wäre mein nächster
Vorschlag, wenn eben die C876 und die A252 nichts bringen, also nichts Spürbares bringen, dass sie also nicht wunderbar einen guten Nachtschlaf haben, der anhaltend ist, dann schlagen wir vor A101, ich wiederhole A101, Gehirnströme Alpha-Zustand. Des Weiteren können Sie testen A335, ich wiederhole A335, vegetative Dystonie. So, jetzt merken Sie schon, gerade bei diesem Beispiel vegetative Dystonie, da steht ja nichts von Schlaf dabei. Aber wir haben festgestellt in unserer Erfahrung, dass die bei vegetativer Dystonie zu eliminierenden Mikroorganismen einen großen Einfluss haben auf die Störung unseres Schlafs. Und deshalb, wenn wir die zugehörigen Mikroorganismen eliminieren, und deshalb habe ich die A335 hingeschrieben, dann kommen wir auf dem Gebiet zum Erfolg. Des Weiteren gibt es ja viele Menschen, deren Gedanken nicht abbrechen, die grübeln auch und kommen nicht in den Schlaf, beziehungsweise wachen auf und grübeln weiter. Und denen ist zu empfehlen, die A369, ich wiederhole den Quellencode-Index, A369, und die Anwendung heißt Stressabbau. Ja, und namentlich die Anwendung Schlaflosigkeit, sie hat den Quellencode-Index A285. Da ist schon das im Wort drin, das bietet sich an, wenn man eben nicht weiterkommt, auch diese Anwendung zu testen, ob man mit der klarkommt. Viele Anwender berichten übrigens, diese Anwendungen vorm Einschlafen durchzuführen oder mindestens in der zweiten Tageshälfte. Und ich habe noch zwei weitere Möglichkeiten, die Sie bitte nutzen sollten, wenn Sie Schlafstörungen haben und die bisher erwähnten Anwendungen nicht zum Erfolg führen. Da wäre die C1421, ich wiederhole, C1421, beruhigende Wirkung. Diese Anwendung wäre also auch bei Schlaflosigkeit oder bei Schlafstörungen zu testen, auszuprobieren. Und Sie sehen ja, in Klammern steht sogar das Wort Schlaflosigkeit. Und schließlich die Anwendung WEI28. Ich wiederhole den Quellencode nix. WEI28 und die heißt Apnoe Schlaf zentral. Das vielleicht in Kombination oder allein, vielleicht Wiederholungen, einfach testen, ob man damit aus dem Dilemma der Schlafstörungen herauskommt. Ich wünsche Ihnen das auf jeden Fall. Eine Anwenderin klagt über entzündetes Zahnfleisch. Da kommt glatt die Empfehlung A253, ich wiederhole A253, Parodontitis, denn diese hat bei uns die besten statistischen Ergebnisse, also statistisch die besten Ergebnisse gebracht. Und schon nach wenigen Tagen, zu meiner Freude und zur Freude der Anwenderin, konnte sie mitteilen, es ist alles schon wieder sehr gut. Jetzt ist die Anwenderin aber wirklich clever und hat mich so gefreut, und ich habe das auch hier noch mit notiert, dass sie sagt, jetzt erfolgen Anwendungen mit markiertem Wasser über einige Tage, um diesen Erfolg zu sichern. Und wenn sie das markierte Wasser hat, was sie natürlich mit der Anwendung A253 markiert in einer Flasche und über den Tag trinkt, dann achtet sie darauf, dass sie vor dem Herunterschlucken des Wassers es relativ lange im Mund spült, damit sie noch besser einen anhaltenden Erfolg erzielen kann. Also hier dieses Beispiel bitte ich alle diejenigen nachzumachen, die unter entzündetem Zahnfleisch leiden. Der nächste Anwender ist schon sehr versiert mit Anwendungen und hat sich mit mir trotzdem abgestimmt, weil die üblichen Schmerzanwendungen in seinem Fall nicht gleich geholfen haben. Worunter leidet er? Er hat Schmerzen in den Zehen, an einer Seite, ganz besonders das Grundgelenk, bei Bewegung des großen Zehen schmerzt sehr und der Ballen unter dem Fuß schmerzt auch sehr. Und zusätzlich hat er auch noch einen Schmerz in den Nacken, also Rückenproblem. Und da kam die Empfehlung von mir und auch aus einem Grunde, mir ist bewusst gewesen, dass er im Umfeld einen ganz bestimmten Erreger dort hat. Der ist zwar bei ihm nicht labormäßig nachgewiesen worden, aber in seinem Umfeld, in dem er wohnt, ist es labormäßig nachgewiesen worden. So kam eine Empfehlung zur Anwendung ZA11.
ich wiederhole, ZAN1. Und das geht zur Eliminierung des Erregers Stenotrophomonas maltophilia. Dieser Erreger wird damit eliminiert mit dieser Anwendung und er hat es dreimal hintereinander durchgeführt und dann noch auch auf meine Empfehlung hin die Anwendung A371. Ich wiederhole A371, Chlamydia pneumoniae. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich erfahren habe, dass nach einem Tag er schmerzfrei war und er sagte, alles weg und wunderbar und erfreut sich seiner verbesserten Lebensqualität. Also eine schöne Geschichte, die hier natürlich einen speziellen Hintergrund hat, wegen dieses Erregers, der mit ZAN1 eliminiert wird und der Verbindung zum Rücken. Und deshalb war es für mich gar nicht schwierig, auf A371 zu kommen. Denn, wie Sie wissen, wenn Sie schon mehrfach meinen Ausführungen im Agilcare-Workshop gefolgt sind, ist Chlamydia pneumoniae ein sehr verdächtiger Erreger, der uns viel Ärger machen konnte. Und hier lagen wir richtig. Und eben eine ganz große Freude, dass alles doch so schnell gegangen ist und so schnell zum Erfolg geführt hat. Wunderbar. So, nun noch vielleicht noch einige organisatorische Hinweise. Wenn Sie auf Präsentationen zurückgreifen wollen, dann ist das seit einigen Monaten besser möglich, indem Sie eben auf unserer Homepage ulrich-mtc.de gehen, dort unter Support der Workshops anklicken und ich würde das Ihnen jetzt sehr gern einmal vorstellen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen leichter, wenn er es einmal sieht, wie er dorthin kommt. So, jetzt sollten Sie meinen Bildschirm sehen. Ich habe also hier unsere Homepage aufgerufen. Hier oben links könnten Sie lesen, ulrich-mtc.de. Das ist unsere Homepage. Hier finden Sie noch einmal, das, was ich jetzt gerade mit der Maus berühre, was vergrößert wird, auch die Hinweise auf unser Symposium und hier ein Hinweis auf Webinare, die ich durchführe. Da sind Sie sehr gerne eingeladen. Und ich wollte aber Ihnen jetzt was anderes zeigen. Ich hatte gesagt, Sie gehen auf Support. Ich gehe oben auf Support. Dann geht automatisch, bin mit der Maus bloß drüber gefahren, geht automatisch nach unten dieses Pulldown-Menü, nennt man das, auf. Und da klicken Sie auf Agilcare Workshops, was ganz unten steht. Und jetzt können Sie sich aussuchen, ob Sie aus dem Jahr 2022 oder aus dem Jahr 2023 das sehen. Ich klicke mal auf 2023. Ja, und dort finden Sie hier, wenn Sie untereinander scrollen mit der Maus, sehen Sie die Präsentation als Video. Hier die letzte und erst morgen wird die heutige Präsentation hier verfügbar sein. Die letzte war am 20.02. Dann würde also hier das Video laufen, wenn ich auf diesen kleinen Pfeil klicke. Und darunter ist ein Hinweis, der heißt Download der Präsentationen, der Präsentationsfolien vom 20.02.2023. Und wenn Sie da draufklicken, können Sie die PDFs hier auch noch herunterladen. Das haben wir also für Sie eingerichtet, damit Sie unbegrenzte Zeit zurückschauen können und sich erinnern können oder wer sowohl Workshop als auch Live, also im Live, als auch in der Aufzeichnung verpasst hat, der kann sich hierüber über diesen Weg ulrich-mtc.de und dann auf Support dann klug machen und sich die entsprechende Anwendung anschauen. So, jetzt bin ich noch nicht zu Ende mit meiner Präsentation. Und deshalb, ja, das ist also der Weg, wie Sie hier verfahren können. Und hier eingeblendet, den meisten von Ihnen bekannt, wie Sie mit uns kommunizieren können. Sie wissen ja, unsere Beratung für Sie und damit die Erstellung einer besseren Lebensqualität für Sie, das ist das, was uns am meisten im Herzen liegt. Und deshalb hier unsere Wege über Ticketsystem, Live-Chat-Forum, über den Weg, mich anzurufen, montags bis freitags zwischen 9 und 10 Uhr, bitte nur die eingeblendete Telefonnummer anrufen, dann können Sie sofort wieder auflegen, denn ich rufe Sie dann zurück, so wie ich frei bin. Und die Aufzeichnung hatte ich schon genannt. So haben wir doch eine ganze Menge Möglichkeiten zu bieten
wie Sie mit uns kommunizieren können, mit dem Ziel, bessere Lebensqualität zu erreichen. Ja, und sowohl zur Effektivität als auch, also Effektivitätserhöhung über die Erweiterung Ihres Basiswissens zu Agilcare und weiterhin auch zu den Möglichkeiten, die Randbedingungen vor, während und nach den Anwendungen zu optimieren, das finden Sie jetzt mittlerweile sehr, sehr gut auf diesem Link, nämlich ulrich-mtc.de Download. Auf dieser URL finden Sie das und wir haben es Ihnen damit leichter gemacht, Ihnen leichter, weil mir das erschwert wurde bei YouTube. Dort wurde ich blockiert. Da hatte man was dagegen gehabt, was ich für Mitteilungen dort hatte und Sie finden sie hier jedoch in dem Bereich sehr gut. Ja, das ist möglich für uns und ich möchte das nicht in die Länge ziehen, aber mich an der Stelle bedanken bei denjenigen, die sich engagieren bei anderen Menschen, dass diese Agilcare-Anwender werden. Und das liegt mir sehr am Herzen, Dankeschön zu sagen. Und nach diesem Prozedere, was hier aufgeschrieben ist mit erstens, zweitens, drittens, gehen Sie bitte weiterhin vor. Und die es noch nicht gemacht haben, können Sie daran hier halten, die Empfehlung zu geben. Denn wir lassen uns das auch etwas kosten. Wir honorieren Ihr Engagement mit 150 Euro pro Käufer. Der Käufer müsste eben nur in unserem Shop Agilcare bestellen. Das ist die Bedingung dafür, dass das klappt. Und ansonsten brauchen wir nur von Ihnen den Namen desjenigen. Und wir sind großer Freude darüber, dass ein neuer Anwender die Möglichkeit hat, seine Lebensqualität zu verbessern. Wir einen neuen Anwender haben, den wir betreuen können. Und Sie, dass Sie sich über nicht nur die 150 Euro freuen, sondern auch darüber, dass Sie Lebensglück weitergegeben haben. Ja, und damit bin ich mit meinen Ausführungen zunächst erst einmal am Ende und möchte jetzt Ihre Fragen beantworten.